Herzlich willkommen zu meiner neuen Lektion Java vor Dusiem General, mit Carlos. Aber Alex, wir sind an unserer Liste von den Listengestionen am Java. Haut einen kleinen Algorithmus, wie ich kann aus einer Liste Elemente gleichzeitig löschen, die einem Kriterium entsprechen. Ja, wir hatten letztes Jahr schon ein Video gemacht, wo man Bücher mit einem bestimmten Titel gezählt haben. Mhm. Weil wir wollen ungefähr das selber schon, aber das geht Bücher nicht zählen, wir wegschwellen. Mhm, ja, schon mal heute Beispiel rum starten. Einen kleinen Rappel. Wir haben heute die paar Bücher schon an unserer Liste dran. Ja, zum Beispiel alles, was mit Big da steht, was ich löschen. Buch was ja, zählen, ja. Das Big mit Groß, da müssen die heute zwei einfach fortgehen. Okay. Das ist ein bisschen das Prinzip. Normalerweise, wenn in der Count bis programmiert wird, müssen so ein ja, auf Platz zu zählen, dann meine ich eine Operation. Ich meine, das versteht ihr, welche für ihn. Für die selbst Vorschleife. Ja, das ist ungefähr dasselbe. Da ist der Platz, ich habe es zu zählen. Aber dann löschen wir. Manche Remove, ja. Wir haben ja schon gesehen. Remove-Methode geht die Info, ja. Geht das, voilà. Ich mache just halt den Index als Parameter. Und dann löschen wir das Buch. Das ist theoretisch, wenn wir das wirklich ganz einfach. Wir kopieren die alte Methode. Mhm. Ja, verschiedene Informatik werden so nicht, soll ich nicht machen. Bon. Das ist im Fall also wirklich remove some books. Ich meine Express, weil remove books haben wir schon. Ja. Ich meine, das geht es haben. Return bei Muke. Das ist das Geschäft. Natürlich, ich brauche kein Konto, oder? Ich brauche auch kein Konto. Das ist dann das Datum identisch, das ist hier. Gebrauchen wir den selben Befehl, für zu löschen. Das ist lbooks.remove. Und ich will dem am Index. Ja, dass du da an der Position contains text, okay. Den I. Aus dem Buch auf Position I. Sein Titel hat den Text dran. Ja, aber dann holen wir die Buch einfach. Okay. Einfach, easy. Ja, theoretisch schon. Theoretisch schon. Voilà, da gehen wir hin. Mainframe. Der Knopf haben wir schon präpariert. Weil wir just am Anfang das tun ein bisschen nutzen. Copy, und das ist der Remove. Das ist der Platz, der Account. Remove Sandbox. Sandbox. Okay. Voilà. Bon. Nun kein Resultat, das kann ja. Wir machen nicht unzuweisen. Es geht halt direkt an der Löscht, ob es gelöscht geht, also nicht. Wir brauchen nicht unzuweisen. Wollen wir kein Update nehmen? Ah! Ich habe ein bisschen kapiert, Update muss ich. Aber dann nur ein klein froh. Ich werde mir das an den Count nicht gemacht. Da steht nach der Methode vom Count, da haben wir kein Update-View gemacht. Weil sich das Löscht nicht geändert wird. Ja, wir haben nicht geändert, wir haben just ein Message-Label geändert, an dem ich das selber auch geupdatet. Das ist effektiv, brauchen wir das nicht. Der Model wird nicht geändert. Ganz gut. Dann haben wir alles gemacht. Model ist geändert gehen, super. Aber dann sind wir bald fertig, meine Schalte. Starten wir da unser Programm, was das ist. Ich verstehe hier, zum Beispiel will ich hier Big mit einem kleinen B Remove, ich count den mal, ja schon ein 1, ich meine Remove, voilà, das ist die Frucht. Super, funktioniert. Aber probieren wir die anderen mit Bigs, oder etwas, was gut nicht geht. Text, oder Count, 0, Remove, auch nicht geschieht. Ja. Funktioniert. Aber probieren wir nach der Big, False, Count, sind da 2 dran, Remove. Das ist ein Reichstuhl geblieben. Das ist ein Reichstuhl geblieben. Hm. Ja, also ein Algorithmus oder Fehler. Den nicht offensichtlich ist, gut nicht offensichtlich. Gut nicht offensichtlich. Und das ist von denen leider, die ganz kompliziert sind. Dafür muss man wahrscheinlich high etwas ändern. Und dafür ist es vielleicht besser, mit einer kleinen Zeichen und ganz schnell. Wir simulieren die Geschichte mit diesen Büchern. Ja. Also es löscht. 1, 2, 3, 4, 5. Und die weisen im Prinzip auf den Text. Wie hat du gesagt, Löscht beinhaltet Objekte, das sind also ein Text, das steht dort. Das heißt, dann den nächsten, der Klänge biegen. Als Inhalt, ich meine einfach so. Den zweiten wäre dann irgendeinen anderen Text. Da steht hier große biegen. Hier hat auch biegen. Und den heutigen hat den Species zum Beispiel. Ja. Voilà. Und nun merkt man etwas, was leider nicht immer klar. I, 0, 1, 2,
3, den Index. Ach, okay. Den Index. Okay. Was geschieht? Ich gehe durch die Schleife und analysieren den 0. Element. Aus den dran, nein, gehen wir weiter. Den 1. Element, wird der Big, nein, gehen wir weiter. Den Index 2, wird denn der Big dran? Ja. Ja. Das ist muss er gelöscht. Wir machen einen Remove mit 2. Okay. Das ist high. Weg. Geht er weggemacht. Weg. Da geht heute den Index geändert. Ah. Das ist aus dem 2. Okay. Aus dem 2 geht. Aus dem 3 geht ein 2. Mhm. Und aus dem 4 geht ein 3. Aus dem 4 geht ein 3. Aber wenn ich noch ein Kehr mehr Programm gucken. Wenn ich dann den Remove gemacht habe, könnte ich noch einmal schleifen, dann möchte ich immer den I++. Das ist ein normaler Schleif. Wenn ich eine Operation fertig habe, dann Block, da geht den Counter, also eine Zählvariable, inkrementiert. Das ist I war ja high mit 2. Ja. Ja. Springt von 2 auf 3 und überspringt den neuen 2. Den neuen 2 geht überspringt, den heute möchte ich dann nicht. Das ist mir der juste Fehler. Wenn zwei Sachen gleichzeitig direkt an René die Kriterien erfüllen, dann wird den zweiten nicht berücksichtigt. Mhm. Das geht halt nicht. Ja. Das muss man besonders finden. Und da geht es leider nicht mehr in Technik, dass wir fangen Hände tun. Okay. Auch wenn den I übersprungen wird, das ist nicht schlimm, weil das schon alles analysiert wird. Das steht erst dann in der Richtung, mit der Löschzugung. Da kann ich den löschen. Das ist nicht als wirklich, muss ich wissen, ne? Muss ich wissen. Weil du kannst nicht, du kannst spontan nicht oder? Nein, da muss ich durch wirklich Erfahrung da drin fahren. Ich fange dann immer Hände nun an der Lust und dann geht dann noch 4. Mhm. Da klappt das. Das ist alles löscht, bleibt alles wie gezahlt, ändert nicht viel. Das schließt halt Kriterien, muss man auch nicht mehr. Das muss man Hände aufhängen. Aufgepasst, und das ist wichtig, das Minus sind. IL size als ein Element wie weit. Size aus 5, wie 5 Bücher, das ist aus dem Index vom letzten Element 4. 4. Ja, okay, du kannst an, ja, das schon. An, wie groß oder gleich 0, das ist, ich meine, mein Schleif, solange mein I, ja, noch wie groß oder gleich 0, minus, minus dann. Und dann I minus minus. Okay, das heißt, wenn du sehen, die Menge, das hat man auch schon noch mein Karriere 3 von 4 falsch gemacht, ja. Das geht das steht. Ja, das geht das. Ich kriege zwar eine Fehlermeldung, dass in ein Index überschattet wird, mit muss ich drum denken. Ja. Und das heißt ändert ja noch mal, ja. Mir das nicht das sein echt. Nee, das heißt ändert dynamisch, mit das wir heißt halt nicht. Wurscht. Wir programmieren. Das tun, los testen wir. Testen muss man die selber testen nachkommen. Das ist die pure Fall. Die man testen muss man alles machen. Okay. Big. Wir haben ein Buch mit einem, mit dem Titel Test, und ich die removen, aus dem auch richtig fort. Nee, das war den letzten, die fort war. Ne? Oh. Nee, den nächsten, mit einem kleinen Big. Etwas just sehen, wie ihn dran. Ja. Okay. Text. Unknown. Zum Beispiel. Hier ist ein Deppes, ja. Count, das geht dran. Remove, das ist geschieht. Wir probieren mit der Big. Theoretisch müssen die zwei High fortgehen. Das ist just da durchbleiben. Jetzt sind da zwei dran. Remove, da sind die zwei auch effektiv. Okay. Gut, wenn es mal funktioniert, ja. Voilà. Das ist das ganze Prinzip. Das ist eine kleine Trickerei. Mit muss ich noch wissen. Okay. Voilà, das war doch schon für diesen kleinen Algorithmus, wie Wischer wäschelt. Also, merci für den Urlaub drin und bis zum nächsten Mal.